In Österreich die sogenannte staatliche Ausbildungsgarantie. Das heißt, Jugendliche können über das AMS in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte einen Ausbildungsplatz bekommen. Es gibt Kritik an diesem System, aber es ist für viele junge Menschen die einzige Chance, einen Beruf zu erlernen. Katrin Heidens liebstes Hobby ist Fußball. Ihre berufliche Zukunft wollte die 18-Jährige allerdings nicht auf dem Sport aufbauen. Sie wollte unbedingt Tischlerin werden. Doch Katrin fand nach Schulabschluss keine Lehrstelle. Einige Betriebe nahmen sie deshalb nicht, weil sie eine Frau ist. Uns ist gesagt worden, es ist blöd jetzt, weil sie müssen alles umbauen, von Umkleide bis zu WC und Dusche. Und durch das haben sie auch keine Mädchen genommen. Man fühlt sich total unerwünscht, weil man weiß ich nicht. Man fühlt sich, als wie wann keiner will. Das heißt, du schreibst Bewerbungen und tust und kannst aber nicht. Du verzweifelst. Ich bin halbwegs verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt suche ich eine Lehrstelle, will arbeiten und mich nimmt da auch keiner. Ihre Tischlerlehre absolviert Katrin nun seit 2 Jahren in einer staatlich finanzierten Lehrwerkstätte, zufällig unweit ihres Elternhauses im niederösterreichischen Glocknitz. Die ersten Schritte ins Berufsleben. Für Katrin und rund 9000 weitere Jugendliche in Österreich führen sie mittlerweile nicht mehr direkt in einen Betrieb, sondern in eine überbetriebliche Lehrwerkstätte. Hier in Glocknitz werden Tischler und Spengler ausgebildet. Die Jugendlichen müssen aber viel mehr lernen als das reine Handwerk. Manche kommen am ersten Tag, gehen da rein, die Hände in die Hosen gesteckt und stehen da. Sagen nicht Mu, sagen nicht Ma. Das heißt, wir fangen dann an, wir trommeln alle zusammen, sagen wir, jetzt gehen wir noch mal raus, jetzt üben wir das, jetzt kommen wir noch mal rein und dann sagen wir einmal alle guten Morgen. Und das macht man 3-4 Mal und dann funktioniert es. Und dann wissen sie es auch und dann sind sie höflich. Also das bitte danke. Nicht alle, aber bei vielen muss man das wirklich lernen, dass die normalen Umgangsarten, die man als normal ansieht, die fehlen manchen. Die lernen es einfach von zu Hause nicht. Mangelnde Förderung im Elternhaus, schlechte Noten, Schicksalsschläge. Fast alle Jugendlichen in der Lehrwerkstatt haben eine Geschichte, die sie nicht gut auf die immer leistungsorientiertere Arbeitswelt vorbereitet hat. Vor allem im ersten Lehrjahr gibt man den jungen Menschen hier deshalb noch Zeit, schulische und menschliche Defizite aufzuholen. Ausbildungsleiter wie Werner Kreuz müssen den Jugendlichen hier Lehrmeister für Beruf und Leben sein. Es ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen hier aufgefangen werden können oder auch in anderen Lehrwerkstätten, denn diese Jugendlichen würden einfach keinen Arbeitsplatz finden. Wenn wir andenken, wir haben hier in Glocknitz allein 80 Lehrlinge, die in der Wirtschaft keinen Platz gefunden haben, wo wären diese? Diese würden irgendwo auf der Straße stehen, würden ihr Leben lang als Hilfsarbeiter fungieren und uns Steuerzahlern dann auf lange Sicht als Arbeitslose zur Last fallen. Seit 2008 gibt es in Österreich eine Ausbildungsgarantie. Jugendlichen, die beim Arbeitsmarktservice als lehrstellensuchend gemeldet sind und die in der Privatwirtschaft keinen Ausbildungsplatz finden, wird eine gleichwertige Ersatzlehre in einer staatlich finanzierten überbetrieblichen Lehrwerkstätte angeboten. Kostenpunkt immerhin rund 14.000 Euro pro Lehrling im Jahr. Gesamtkosten zuletzt 175 Millionen Euro. Teures Geld, das wirklich nur für die Ausbildung jener ausgegeben werden sollte, die es sonst am freien Markt nicht schaffen. Die überbetriebliche Ausbildung soll keine Konkurrenz zur normalen betrieblichen Ausbildung sein. Es ist eine Ergänzung, eine spezielle Ergänzung, wo eben junge Menschen, die nicht sofort die Chance bekommen, am Arbeitsmarkt einen Lehrplatz zu bekommen, in qualifizierten Einrichtungen a gut ausgebildet werden, sozialpädagogisch betreut werden und wo diese Entwicklung stattfindet, damit sie in der Wirtschaft dann gut tätig sein können. Wie wartet Herr Gül? Er hat im Herbst die Spenglerlehre in der Lehrwerkstatt abgeschlossen und jetzt eine Stelle in einem Stahlbaubetrieb in Niederösterreich. Sein Chef ist Helmut Kamper. Der Unternehmer hofft, dass sich Wadet als guter Facharbeiter bewährt. Als Lehrling hätte er ihn nicht aufgenommen. Denn Helmut Kamper hat trotz voller Auftragsbücher schon 2 Jahre lang keinen Lehrling mehr in seinem Betrieb ausgebildet. Mit seiner Begründung spricht er für viele Wirtschaftstreibende. Bei uns zumindest ist es so, dass die Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Es scheitert teilweise an den Ausbildungen, an der schulischen Ausbildung der Leute. Es kommen Lehrlinge vorstellen, die ein Rechteck mit 2 Meter mal 1 Meter nicht ausrechnen können, wo der Wille einfach nicht da ist. Und das ist eigentlich das Schlimmste dabei, dass die Motivation der Jugendlichen meiner Meinung nach gegenüber den vergangenen Jahren sehr stark nachgelassen hat.
Ob die Meister in den Lehrwerkstätten solche Defizite ausgleichen können, hängt auch vom Willen und den Ressourcen des einzelnen Jugendlichen ab. Und so gibt es gute Argumente für und gegen diese Art der staatlichen Ausbildung. Zu praxisfern, zu teuer und ineffizient, sagen die einen. Alternativlos und immer noch billiger als arbeitslose Jugendliche, sagen die anderen. Für Katrin zählt dieses Für und Wider nicht. Für die junge Frau zählt alleine die Tatsache, dass sie einen Beruf lernen konnte und stolz sein kann auf ihre Werkstücke. Das ist das Schachbrett, das habe ich meinen Eltern zu Weihnachten gemacht, in der Lehrwerkstätte. Dann haben wir da Erste-Hilfe-Kastel, das haben wir in der Schule gemacht. Dann Spiegel, ja, er ist etwas schief geworden, aber sonst haut er hin. Das ist total super, man einen Lehrstuhl hat und sagen kann, so. Jetzt bin ich bald ausgelernt eben auch und ich kann sagen, ich habe eine Lehre gemacht und bin total stolz drauf.